Hi Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut700 von GitB und heute geht's weiter mit einem neuen Car-Bild-Video. Diesmal mit dem Porsche 911 GT3 RS. Und ja, schauen wir mal, was wir da so machen können. Also, es gibt einmal das Bodykit, das GT3 Bodykit. Dann gibt's eine Motorhaube, die RSR-Motorhaube, also die ist im GT3. Der dabei Frontschussfänger keinen Spoilerlippen, die Need for Speed Trimmer, Frontleitbleche Need for Speed, Kotflügel kein, Lichter nix, Seitenschwelle nix, Kotflügel nix, Nummernschild, SK 700, Auspuff gibt's extrem geile Auspuff, also Standard Porsche und dann die Westel 3 Zoll, das sind also fett, so richtig geil, die sind alle so fett. Und dann Diffusor gibt's das da. So, Spoiler, Ampere Wing, aber da Standard. Also wir nehmen das Bodykit einmal. Was kann man jetzt noch machen? Frontleitbleche geht nicht mehr. Räder, warte, das machen wir später. Das geht alles nicht. Weil er geht auch nicht, sonst ist dem Pfeffer. Gut, dann wird er mal tiefer gelegt. So, Felgen vorne. Nehmen wir die. Ich habe mir nämlich schon ausgesucht, die Tiefbett. Also die weniger tiefer. Das sind die weniger tiefer. Und hinten die Fuhrdiffer. Da sind's. Reifen. Nehmen wir Falken. Bremssättel, lassen wir die Porsche drauf. Da nehmen wir gelochte Keramik gelocht. Bremsscheiben, Keramik gelocht. Bremssättel los, mal Reifen. Falken. So, designmäßig habe ich noch nichts Wirkliches gemacht, also das mache ich jetzt alles. Ich gesagt, wir nehmen einmal das da. Schaut denn das aus? Wenn das so in Rot dann oder so. So irgendwie. So wie. Genau. So, da machen wir Schwarzes.
mal entfernen, ne? Ja, das kann man schon mal so lassen. Hinten machen wir genau dasselbe. Das machen wir schwarz. Schaut schon mal, was gleich. So, schwarz. Jawohl. Ja, das taugt mir. Das ist eine gute Sache. So, was machen wir jetzt? Machen wir das
Vollgas machen wir das da mal drauf. So, und dann Sponsoren. Frage ist nur, was für Sponsoren. Work kennt. Das machen wir aber schwarz. Metallic voll auf. Ah, machen wir es glänzend. Machen wir da so. Vorne. Schwach. Falken machen wir nicht irgendwo. Das könnte man auf die Frontscheiben draufziehen. So, warum ist ein Falken? Falken, Falken, Falken. Alpin Falken, da haben wir es. So, das machen wir schwarz. So, auf die Motor haben. Haben wir drauf? Warte, hab ich das gesehen? Das RS, das könnte man irgendwie einbauen. Rot. Auf die. Das passt nicht so ganz, gell? So. Eventuell irgendwie. Auf die Seiten, auf den Kotflügel gehört dann aber. Was haben wir denn für Toner? Da können wir noch draufhauen. Wäre Entzeitung. Bright. Was für Rot ist denn das? Ah, das ist so Bombs Rot. Na, ich glaube, da können wir auch nur irgendwas einfärben. Machen wir Voltex. Scheiß drauf. Na, das machen wir schwarz.
Tempo irgendwie. Ich glaube, passt das. Die Felgen müssen wir wann anders. Die Felgen passen jetzt nicht dazu, da müssen wir da. Müssen wir mit sowas nachhelfen. Und außen an schwarzen Rand. Machen wir mit Klarlack. Ah, Bremssättel. Können wir dann nicht die Porsche nehmen, müssen wir die Wildwood. Bremssättel. Wildwood. Ja, kann man mal lassen. Jetzt schauen wir noch, wie viel Leistungstuning das wir machen können. Aber ich glaube 1000 PS sollten sich schon ausgehen. Hoffen wir es halt. Oh ja, geht's ja aus. Geht's ja aus! Ganz schön eigentlich. Ja, der fetzt der Porsche. Unter 2 Sekunden auf 100. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man mal machen. So. Also 1107 PS, 379 km/h Topspeed und 1,93 Sekunden auf 100. Jetzt noch gar die Handling-Einstellungen ändern. So. Und dann haben wir sie einmal auf die Straße. Weil ich bin schon gespannt, wie der so richtig angeht. Ich glaube, ja, der wird schon ordentlich angehen. Ist auf jeden Fall einmal ein ordentliches Kaliber und kann sicher mit 911 Carrera S sicher mithalten, mit dem alten da. Der war sehr früh angegangen ist. Was Zauschwanne unter Kontrolle hast. Ja. Mal schauen, wie es sie anhört. Gekommen, jawohl. Bis deppert der Draht ja bis 9 auf. Alter, der hat einen Drehmoment. Bist du deppert? Bist du deppert oder? Alter, der Draht. Bist du deppert oder? Fuck, scheißen, so hat er übersehen.
falsche Richtung. Weil er lenkt sie dann urschwer. Na! Da bin ich schon wieder komplett. Den kompletten haben wir noch. Alter, die sieht so scheiße, die Hut, da könnten sie ruhig. Ja gut, ich hätte gesagt, das war's wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.